Und das ist auch ein großer Fehler, wenn jemand etwas also hört oder falsch verstanden und einfach schnell verbreitet. Das ist auch eine Krankheit, die auch bei uns heutzutage auch geworden ist. Normalerweise, du darfst etwas nicht sagen, erst wenn du richtig sicher bist. Oder manchmal auch, man sieht auch bei diese Facebook oder bei diese Twitter und bei WhatsApp und bei Viber und diese neue Sachen. Du siehst auch, also live Lüge. Manche Brüder, die nehmen das auch einfach leicht. Bevor er etwas liest und sicher ist, was er auch gelesen hat, ob das richtig ist oder eine Lüge, der verbreitet einfach. Obwohl Allah Azzawajal uns gesagt hat, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Das heißt, es ist eine Bitte an alle Schwestern und an alle Brüder, bevor du etwas sagst oder bevor du etwas verteilst oder bevor du etwas schreibst, musst du erstens wissen, ob das richtig ist. Weil es ist eine gefährliche Sache. Und jeder kennt auch diese Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemand, der eben mich lügt, seine Stelle ist in Jahannam. Und Jahannam ist nicht einfach. Ja, das ist eine Sache, die richtig wichtig ist. Und manchmal auch merken wir auch bei Videos, die mit Fitnern sind, dann findest du auch so viel Klicke. Warum? Weil das ein Fitner ist. Und ein Video, die mit Wissen ist, paar Klicke, subhanallah. Und das ist auch eine Krankheit, das ist auch ein Marad beim Umma ist. Normalerweise muss man klicken beim Videos, die mit Wissen zu tun hat. Aber unsere Krankheiten jetzt, du siehst einen Fitner und du hörst einen Fitner und dann klickst du. Du willst unbedingt, du bist richtig neugierig, damit du auch das kennst. Obwohl es nur ein Fitner, kann sein, dass nur eine Lüge. Deshalb muss man richtig aufpassen, bevor wir etwas machen. لأننا سوف نحاسب على كل كلمة سمعناها وعلى كل كلمة قلناها und so weiter und so fort.